So, Freunde, herzlich willkommen mal wieder zu einem Part Jack 3. Es tut mir wirklich leid, ich lade in letzter Zeit wirklich so unregelmäßig hoch und dafür entschuldige ich mich, aber ich komme wirklich in letzter Zeit zu gar nichts. Ich bin froh, wenn ich mal privat, sage ich mal, noch zum Zocken komme. Also, es ist momentan so viel los und wenn ich das aber erzählen würde, dann, dann wird wahrscheinlich auch der Part gesperrt werden. Naja, und es ist halt komisch, deswegen, ich muss mal gucken, dass ich demnächst mal wieder mehr aufnehmen kann und so. Und ja. So, und da ich ja die Comments verfolge, was ihr mir schreibt, wo ich mich natürlich immer sehr drüber freue, habe ich gesehen, dass alle doch die Geschichte hören wollte, wo ich eine Anspielung drauf gemacht habe. An sich ist das nichts Dolles und nichts Großes und eigentlich total uninteressant und ihr werdet euch denken, warum wollte der das jetzt erzählen? Nur, es ging halt darum, dass ich halt von der einen Mission hier ja geredet hatte und dann kam diese Mission. Und es gab eine Zeit, ja, in meinem Leben, das war unheimlich, da ist wirklich, vielleicht kennt ihr das ja auch von euch selber, wirklich alles, was ich gesagt habe, ist passiert. Und das war wirklich riesenmäßig, unheimlich. Alter, warum fucken das Bild so ab, seht ihr das? Voll den Streifen gezogen. Naja, egal. Da war ich habe mich mit einer Ex-Freundin getroffen. Ach, ich erzähle die Geschichte jetzt ganz schnell nebenbei. Mit einer Ex-Freundin getroffen. Hab so mit der hier im Ort gechillt und so weiter. Und auf einmal meine ich nur so zu ihr, ey, meine Freundin könnte ich auch mal wieder melden. Und wirklich 10 Sekunden später kriege ich auf einmal eine SMS von meiner Freundin. Und die guckt mich nur so an, weil ich hatte ihr das erzählt gehabt, dass alles, was ich sage, das ist passiert. Und das hat sie mir nicht geglaubt. Warte, jetzt gibt's erstmal kurz Dexter-Time. Gucken wir uns mal schnell an, dann geht die Geschichte weiter. Obwohl, da passiert, die labern eh nichts. Jetzt muss man sich da langhangeln. Oh nein. Naja, und dann hat die mich auch schon so angeguckt und hat so gemeint, okay, das war aber nur ein Zufall. Habe ich gemeint, ich sage, das sagst du. Und danach fange ich an, von einem Kumpel zu reden, den wir vor lang nicht mehr gesehen hatten. Und kein Scheiß, 2 Minuten später fährt er auf einmal mit dem Auto an uns vorbei. Und wieder meine Ex guckt mich nur so an und denkt so, okay, das ist jetzt wirklich krass gewesen. Wir babbeln mit dem, der fährt weiter. Wir laufen wieder, weil wir mit den Hunden spazieren waren. Wir laufen weiter und ich fange auf einmal von einem anderen Kumpel an zu erzählen. Ja, ich nenne jetzt keinen Namen. Und meine nur so, ja, mit dem ist irgendwie auch voll komisch, der hat sich auch voll verändert und ich habe kaum noch was mit dem zu tun. Und Leute, jetzt ratet mal, was wirklich, ich beende den Satz und was wirklich 10 Sekunden, jetzt ohne zu übertreiben, 10 Sekunden danach passiert ist. Ich höre nur Motorrad und denk so, ey, das kann nur eine CBR sein. Fährt der gerade an uns vorbei. Ich habe so angefangen zu lachen. Alter, jetzt gibt's Drohnen-Action. Ich habe so angefangen zu lachen einfach nur. Und meine Ex guckt mich an, die so, oh, ey, du sagst jetzt nichts mehr, das ist voll unheimlich und so weiter. Ich musste so lachen, ich fand's halt selber unheimlich und ich find's bis heute noch voll krass. Lol, der hat sich gerade selber zerfrackt, beziehungsweise den anderen. Sag mal, konnte man hier nicht irgendwie das Ding kaputt machen? Merkwürdig. Na, auf jeden Fall, das war die Geschichte, das war schon so. 3,5 Minuten gerade mal nur Scheiße gelabert. Aber ihr wolltet es hören und ja, bitte. Aber das ist wirklich eine krasse Geschichte, ey. Das ist wirklich kein Scheiß, ich erzähle wirklich keinen Mist, es war wirklich so. Ihr kennt mich, ich bin kein Lügner. Na, das war echt lustig. Die hat mich angeguckt, als wäre ich irgendwie hier aus von einem anderen Planeten und könnte hell sehen, ey. Aber so kam ich mir auch vor. Ist ja auch jetzt egal. Obwohl, würde mich mal interessieren, ob euch sowas auch mal passiert ist. Ob ihr sowas auch hattet oder habt oder wie auch immer. So, jetzt erstmal Ruhe. Egal, jetzt widmen wir jetzt erstmal wieder vollkommen Jack 3. Und laufen hier erstmal dick amok. Okay, nee, das sage ich lieber nicht. Am Ende klopft hier gleich die Polizei an der Tür und sagt, ja, hier, sie haben hier im Internet bei YouTube, es haben sich mehrere Leute Sorgen gemacht. Wegen ihrer Aussage. Kommen Sie doch bitte mal mit. Oh Gott, Leute. Ich laber wieder zu viel Müll. Ich habe was getrunken. Ich stehe dazu. Ist ja auch egal. Umso lustiger wird der Part. Falls er denn überhaupt aufnimmt, was ich doch mal hoffe. Oh genau, das weiß ich auch noch hier. Wir wollen ja nicht hier Dexters schönes Fell verbrennen. Oder wollen wir das? Nein, das wollen wir nicht.
Es gibt auch ein neues Spiel mit Jack und Dexter. Und zwar ist das für die PlayStation Move, wollte ich schon sagen. Fürs PlayStation Move, wie heißt denn das? Irgendwas mit Heroes, glaube ich. Ich habe es eben noch gesehen. Scheiße, ich bin mir jetzt nicht sicher. Es ist nicht nur Jack und Dexter, da ist auch Sly, glaube ich, dabei und Rachel und Clank, meine ich. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Könnt ihr einfach mal gucken, dann gibt es, glaube ich, auch schon einen Trailer zu. Es gibt auch eine Demo im PSN, aber nur, wenn man exklusiv den Plus-Account hat. Da kann man sich ja umsonst schon eine Demo holen und man braucht halt Move dafür, denke ich mal. Oder vielleicht kann man es auch so spielen, ich weiß es nicht. Ah, nein! Oh Gott! Oh mein Gott, Freunde! Das war knapp! Achso, das habe ich ja schon... Böser Jack? Was hätte ich denn jetzt gemacht, wenn ich Böser Jack nicht gehabt hätte? Naja. Zack! Also da werde ich mir auch nochmal ein paar Trailer so angucken, was das genau ist. Oh yeah! Kein Schuss mehr! Wunderbar! Und das Ding konnte man hundertprozentig kaputt machen. Egal. Wir randalieren, nenne ich es jetzt. Boah, das ist ja cool, habt ihr gesehen? Sag mal, bin ich jetzt blöd oder was? Oh, ich bin nicht blöd, ich bin tot. Oh mein Gott. Okay, wenigstens muss ich die Scheiße nicht nochmal neu machen. Aber das war jetzt schon wieder dumm. Ich bin mir nicht sicher, ob man die kaputt machen kann, aber ich hab's ja eben probiert, es ging doch nicht. Einfach mal mit dem Granatenwerfer da mal rüber. Ups, falsche Taste. Ausprobieren. Oh scheiße, ich habe auch kein helles Echo mehr. Das ging doch irgendwie. Oh ja. Nee, geht nicht. Ich wollte gerade sagen, ich habe noch von Cheaten. Leute, ich wollte gerade sagen, schreibt es mal schnell in die Comments, aber... Okay, es fängt... Ah, okay, jetzt hat es aufgehört. Schnell rüber, bevor hier noch was passiert. So muss das sein. Ah, das Ding konnte man 100 pro kaputt machen. Ich weiß noch nicht wie. Oh, und schnell, bevor ich hier noch sterbe. Oh Gott. Oh Gott, hier geht's weiter, die Action. Okay, also langsam wird das Spiel richtig übel. Oh, das schaffe ich noch, oder? Okay. Ah, diese Fabrik, die war heftig. Ich glaube, hier kommt doch schon der Endboss gegen Errol, glaube ich. Der erste zumindest. Oder war das nicht hier? Leute, war das nicht hier? Keine Ahnung. Wir werden es rausfinden. Oder das kam erst später auf dieser Raums... Oder? Ach, keine Ahnung, Leute. Ich muss gucken. Es ist einfach zu lang her. Ist ja auch egal. Wie oft laber ich denn schon Scheiße? Oft genug. Okay, das wäre was mit Dexter. Ja, okay, gut. Hatte hier in dem Part mal wieder richtig oft seinen Auftritt. Könnte man so sagen. Oh nein! Was ist denn jetzt los? Oh Gott. Brauche ich eine andere Ansicht mal. So ist es perfekt. Schneller, Dexter! Denk an ein schönes Fell. Au. Damn. Ich habe das Ding überhaupt nicht berührt. Okay, durch. Sehr schön machst du das. Und der Boah. Zack, Ventilator aus. Coole Sache. Und wieder zurück. Fühlt sich deine Schulter einsam? Sag mal, wie stehen die denn hier, die Dinge? Naja. Ich laufe hier wieder total waffenlos durch die Gegend. Weil ich einfach cool bin. Wie der Dexter, oh mein Gott. Ich will das Tier haben, ey. Oh, ich werde es mir klauen, ey. Ich werde irgendwie mich ins Spiel reinporten und mir Dexter einfach klauen. Und er ist dann mein Gastkommentator in meinen LPs. Au. Das wäre doch eine coole Idee, oder? Ja. Oh nein, was ist denn jetzt hier? Was ist denn hier jetzt kaputt? Bis wohin geht denn der? Ah, okay, muss ich mich beeilen. Und let's go.
Wow. Wow, wow, wow. Wo muss ich überhaupt lang? Ah, hier. Oh, ich hasse das immer, wenn es so viele Wege gibt. Man weiß nie, was man tun soll. So, bin ich oben drauf? Ja. Was auch immer jetzt passiert ist. Toll, das hätte ich auch so geschafft. Ach nee, ich muss da so zurück, oder wie? Oder was? Hä? Ach nee. Stimmt, ich bin wieder da. So, jetzt gibt's wieder Ghostbuster-Action, wie ihr es immer sagt. Oh, jetzt weiß ich, warum man das machen musste. Was ist das für ein Auto, Alter? Das sieht aus wie aus Lego. Wow, wow. Oh Gott. Ich gebe nicht mal Gas. Kann man lieber fahren? Muss man wohl, oder? Dort. Tschüssen. Macht's gut, ihr Trottel. Dudes. Bin ich hier richtig? Okay, doch. Sieht so aus. Bam, Alter. Keine Chance. GTA für Arme. Au, 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 au. Das tat ein bisschen weh. Denke ich mir. Au, ey, Alter. Das kriege ich hier wieder nichts mehr auf die Reihe. Wie ein schlechter Tetris-Spieler. Okay, die Vergleiche sind heute wieder cool. Ach, mit dem Auto kann man die Dinger kaputt machen. So war das. Haha. Ich wusste doch, dass das ging. So, ihr habt alle gar keine Chance. Tschö, so hier. Das kennen wir alle schon. Waren wir eben. Wow. So, ihr Penner. Macht's gut. Und der Part ist auch schon gleich zu Ende. Aber wir haben eigentlich was erreicht. Beziehungsweise ich. Na, ihr auch. Ihr habt durchgehalten, das zu gucken. Also, muss man euch ja auch viel loben, ne? Ach ja. Wow, ich dachte schon, das Ding fällt wieder runter. Okay, was denn jetzt? Ah, genau, der Endboss. Ja, Leute, den fange ich jetzt erst gar nicht mehr an. Warum drücke ich Start? Den fange ich jetzt erst gar nicht mehr an. Also im nächsten Part, Freunde, Endboss-Time. Bis dann. Tschüss.